2 kurze und knackige Updates sind raus und auch dieses Video wird in diesem Fall natürlich sehr kurz und sehr knackig. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes, wieder mal mit einem kleinen Infovideo, denn der gute CG Crump hat eigentlich zwei neue Posts rausgegeben, es waren sogar eigentlich 3, aber der erste Post bezieht sich dann eigentlich auf den zweiten oder auf den zweiten Post, denn es ist ein Client-Update. Das Client-Update in Vorbereitung auf den Journey Guide und das Hyperdrive Bundle ist raus. Das heißt, sprich in den nächsten 24 Stunden von jetzt angerechnet. Wir haben heute den 9.12. und innerhalb von den nächsten 24 Stunden soll laut Capital Games das Update für den Journey Guide und das Hyperdrive Bundle live gehen. Also wollen wir mal abwarten, ob es funktioniert. Wir haben in dem Bericht steht auch noch ein zusätzlicher Post. Da können wir gerne mal draufklicken. Was ist der Journey Guide eigentlich? Hier wird er eigentlich nochmal genauer erklärt, aber das brauchen wir. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, was der Journey Guide eigentlich ist und so weiter. Das könnt ihr euch gerne selber noch durchlesen. Wenn ihr das gerne möchtet, werde ich euch das auch selbstverständlich übersetzen. Ihr müsst es mir dann nur in den Kommentaren mitteilen. Dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Es dauert allerdings wahrscheinlich dann 1 oder 2 Tage. Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. So. Kehren wir jetzt hier wieder zurück. Was natürlich in dem Client-Update, das Client-Update ist natürlich jetzt wo ich es gemacht habe, war es noch nicht verpflichtend, dass du es machen musst von dem Star Wars Galaxy of Heroes. Ich habe es gleich bei Android gesehen und habe da gleich ein Update rausgehauen. Also unter Android und natürlich unter Apple, im Apple Store, kann man die Sachen natürlich sich freischalten. Also updaten die ganz normal. Und das beinhaltet auch eine Veränderung, und zwar als eine Veränderung bei den ganzen Quests, Section, Selektionsinterface. Das haben sie verändert. Ich habe es ja in meinem Let's Play Video auch schon euch gezeigt. Schaut sehr, sehr interessant aus und das wollen sie als Vorbereitung für den Journey Guide haben sie gemacht. Also schaut es euch an, macht das Update. Es schaut wirklich interessant aus und ich bin heiß darauf, zu sehen, was dabei rausgekommen ist, und hoffentlich klappt es auch. So, aber das war ja auch nur die erste Hälfte. Die zweite Hälfte geht natürlich über den TB. Der TB soll jetzt endlich wieder live gehen, und zwar sie sind anscheinend der Meinung, dass sie den Bug gefunden haben und jetzt wollen sie das Ganze wieder live machen. Und das wird startet. Der TB startet am 16.12. anstatt am 17.12. Und wir hätten ja normalerweise am 17.12. laut dem Eventkalender, also den Monatskalender, hätten wir ja die Geonosianer-Schlacht. Aber sie wechseln das in die Republik-Offensive, also sprich auf Hoth und auf Geonosis, der hellen Seite. Ab Januar soll das wieder in den normalen Modus zurückgehen, also sprich, wir müssen jetzt einen Monat lang komplett verzichten auf Geonosis, der dunklen Seite. Es wird aber auch noch eine... Der Territorialkrieg wird aber auch um einen Tag, so wie ich das jetzt hier verstehe, um einen Tag nach vorne verschoben. Sprich, dass er jetzt am 12.12. startet. Sprich, wir haben jetzt auch heute die Anmeldung schon gehabt und heute haben wir den 10. Also sprich, am 12. beginnt dann der Kampf.
Also auch um einen Tag nach vorne. Und wie gesagt, sie hoffen, dass das im Januar dann wieder ganz normal wird. Also das heißt für euch, schleift nochmal eure Charaktere, baut sie noch aus. Vor allem das Jedi Revan Team hat gute Leistungen gezeigt gegen die Kollegen auf Geonosis. Und mal sehen, wie es in diesem Fall wird. Ich werde euch in diesem Fall natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten. So, meine Freunde, das war jetzt kurz und knackig. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und teilt auch dieses Video. Natürlich die Glocke aktivieren wäre natürlich auch super klasse. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und natürlich möge die Macht mit euch sein.